Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update. Ich muss das Ganze jetzt nochmal drehen. Ich habe es gerade schon abgedreht, aber die Aufnahmezeit hat leider nicht ganz gereicht. Ich habe zu viel gelabert. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel reden wie gerade eben. Ihr seht vielleicht, ihr kennt das Becken vielleicht aus irgendeinem Video. Und zwar war das mein perfektes Kampffischbecken. Und ja, ich hatte hier ja den Mustard Gas Halfmoon verpaart. Und rechts daneben hatte ich dann noch ein normales Tier und ja, die Jungtiere sind durch den Filter und da muss ich mich schnell entscheiden, bevor sie dann den Fraß zum Opfer fielen oder den Fisch. Und habe halt hier alles getrennt und habe zwei Würfe zusammengesetzt, beziehungsweise drei Würfe sind jetzt hier drin. Und ich habe das immer so schön auf Zetteln stehen, damit man es auch merken kann. Einmal ist das der Mustard Gas. Dann der rote Hoffnung-Plakatwurf und ein Fancy-Marble-Wurf. Die liegen alle so nah beieinander, wie es geht, dass sie sich auch gegenseitig nicht auffressen oder beeinträchtigen. Es ist ein Testlauf, da sich jetzt ein bisschen was verändert, aber dazu in einem anderen Video. Und ja, die Tiere sind schon schön am Farbe kriegen. Sind so circa einen Zentimeter groß. So anderthalb. Die kleinsten sind so 5 mm bis 1 cm, die sieht man relativ selten. Aber jetzt beim Wasserwechsel sind mir ein paar in den Schlauch gehüpft und deswegen konnte ich jetzt die Größe mal ein bisschen genauer einschätzen. Ich messe ja nicht nach, ich schätze nur, weil Messen ist ein bisschen kompliziert bei diesen kleinen Hüpfern. Mir fällt schon schwer hier ordentlich zu filmen, weil die einfach so schnell weg sind. Es tut mir leid. Da ist das Handy immer ein bisschen einfacher, weil das einfach weit fokussiert ist. Und hier, ja, da ist das Tier und es wird einfach nicht scharf. Ich nehme extra die bessere Kamera, um euch bessere Qualität zu geben, aber ja, da ist auch ein Jungtier von den ganz kleinen, wie ihr vielleicht seht. Oh, der Makro, juhu! Genau, und da sind ein paar große. Die haben alle Hunger. Die füttere ich auch gleich wieder mit Artemia, falls wieder welche fragen. Die kriegen auch schon Würmer und verspeisen die auch ganz gut. Muss man halt darauf achten, dass sie daran nicht ersticken. Genau, und dann gibt es noch was. Ah, da ist noch ein kleines Baby. Na, wo ist es? Da! Nein! Da, zwischen den Blättern. Da, kurz fokussiert. Das ist noch ein sehr klein und deswegen ist das Becken auch eigentlich ziemlich praktisch, weil durch die Pflanzen können die sich verstecken und deswegen sterben weniger. Die meisten halten sich auch immer auf den Lufthebefiltern auf. Das sieht jetzt so ein bisschen viel aus. Hier an Strömung ist aber voll super für die Kleinen. Ihr seht ja, hier sind viele Steine drin im Becken und Wurzeln und Blätter, wo man sich verstecken kann. Sieht ein bisschen ranzig aus, aber ist top eingerichtet. Ich gebe ja nicht so viel auf top gestaltete Becken. Hauptsache natürlich. Und ja, die Tiere können hier an den Hölzern die Mikroorganismen aufnehmen und an den Steinen und lernen das kennen. Und auch am Filter fressen sie gerne. Und ja, ihr seht es ja. Diesen Clip Videl. Und genau, da kommen wir mal zum nächsten. Das habe ich euch noch nicht erzählt. Und zwar habe ich nochmal Jungtiere bekommen und da habe ich zwei Tiere verpaart. Den Papa kennt ihr noch nicht, den zeige ich euch gleich. Und die sind jetzt so ein paar Tage alt und ja, sind jetzt, ja, die fressen jetzt schon Artemia und sind so 5 mm groß oder ein bisschen kleiner sogar noch. Ist immer schwierig zu messen in dem Stadium, aber da kriege ich die ja scharf. Hier ist jetzt ja die. Gut. Die hüpfen da fleißig rum. Genau, und ich hatte euch von dem Papa noch nichts erzählt, weil ich den auch erst neu bekommen habe, aber leider wieder kein Weibchen. Zeige ich ihn euch jetzt. Und zwar, tada, ein Crowntail-Männchen, auch in Mustard Gas. Und ja, er hat ein bisschen gelitten. Er ist jetzt hier in so einen knapp 20 Liter Suite untergekommen.
irgendwie schwimmen die Pflanzen immer nach oben. Er gärtnert immer, ich tue die nach unten, aber gut. Ich habe ihn immer erstmal im Cleanbecken, dass er sich ein bisschen erholen kann. Da muss man ja immer ein bisschen drauf achten bei den Tieren. Ich weiß nicht, was mit der Kamera heute los ist, aber sie hat das nicht so mit dem Fokus. So. Ja, ihr seht es ja. Aber ihm geht es wieder ein bisschen besser. Okay, er mag meinen Finger nicht, aber dann kann ich ihn besser fokussieren. Er hat wundervolle Flossen und ja, jetzt erholt er sich halt, deswegen lassen wir ihn mal in Ruhe. Und ja, das sollte jetzt so das kleine Update gewesen sein. Ich wollte euch nur so ein bisschen informieren und ja, ich füttere die Kleinen jetzt und dann ist der Tag für mich auch schon wieder vorbei. Und ja, ich wollte euch mal meine neue Variante vom Artemia züchten zeigen. Ich habe hier eine Flasche genommen. Das ist vom Zuchtbereich so ein Becken. So eine Flasche, die ich mal aufgeschnitten habe, wo man dann das Weibchen reintut. Da habe ich das jetzt reingestellt. Und dann habe ich noch einen Deckel, wo dann der Luftschlauch reinkommt. Der ist gerade hier. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, wie sich da unten ganz viele Artemias abgesetzt haben. Ich glaube, man sieht es wieder nicht. Hier oben sind die Eier halt. Ach, ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist. Und hier sind überall Artemias. Genau, dann habe ich ja noch vom Linkskasten hier dieses Starter-Set. Da habe ich ja mal das mir geholt, weil mir keine Artemia gelungen sind. Und ich wollte mal einfach so ein Billig-Set mal kaufen, bevor ich mir teure Eier kaufe. Ob ich mich sehr dumm anstelle oder ob es an den Eiern liegt. Genau, und es lag tatsächlich auch an mir, weil hier funktioniert das immer. Und ich habe es halt auf die Flasche umgebaut und es funktioniert auch. Und ja, ich mache nur den Deckel drauf, weil ich da immer gegen haue. Genau, das sollte es jetzt erstmal zu mir gewesen sein. Ich wollte euch ein kleines Update geben und ja, wollte euch so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Es kommen jetzt wieder viele Videos, hoffe ich mal. Ja, mir geht zwischendrin immer mal ein bisschen blöd. Und wenn es dir dann besser geht, machst du andere Dinge. Vielleicht mache ich nochmal einen Livestream, das ist ja ein bisschen einfacher. Aber ich kann es nicht versprechen. Ihr müsst da jetzt ein bisschen durch. Deswegen gab es jetzt erstmal nochmal ein längeres Update und ein chaotischeres. Ja, man sieht sie da jetzt ganz schön eigentlich, die kleinen Hopser. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und wir uns vielleicht nochmal in den Kommentaren lesen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne über Facebook schreiben oder über meine Internetseite. Da habe ich jetzt auch ein Formular. Und also um mir eine E-Mail zu schreiben. Und ja, wenn ihr irgendwelche nachzuchten wollt, wie ihn zum Beispiel. Der hat sich noch nicht fotografieren lassen. Der ist aber wunderhübsch blau, rot. Und reagiert auch auf meine Finger. Aber die Kamera macht sich scharf. Dann ja, meldet euch einfach. Er ist auf jeden Fall im Fotobecken total scheu, aber hier in seinem eigenen Sepa-Box ist er total aktiv und ja, er ist jetzt Flücke und wird auch noch ein bisschen an Flosse zulegen, denke ich mal. Ja. In diesem Sinne sage ich einmal Tschüss und ich hoffe, wir lesen uns bald wieder oder sehen uns bald wieder, je nachdem. Ciao!